Coach Steph. Ich kann keine Fitness-Tipps für Frauen geben. Und warum das so ist, ist recht klar, ich bin nämlich ein Mann. Von daher wisst ihr jetzt Bescheid, alles ist gesagt, Case closed, Coach Steph, wir sehen uns bis dann, peace. Ne, komm, dass sich die Mädels hier angesprochen fühlen. Einmal dieses obligatorische Handtuch, sogar mit Strähnen. Mach mal hier ein bisschen Pink rein und noch so ein Weichzeichenfilter, dass das Ganze auch wie gewohnt aussieht. Ne, ernstes Thema. Wir haben tatsächlich deutlich weniger Mädels hier auf dem Kanal als Jungs, egal ob es YouTube ist, Instagram, TikTok, also die Demografie spricht da wirklich klare Bände, muss man schon sagen. Und immer wenn wir versuchen, so ein bisschen Content für die Mädels zu machen, für die Frauen da draußen, dass sie sich auch abgeholt fühlen, dann bekomme ich so Kritik wie dieses Kommentar hier, dass ich doch sowas nicht sagen kann, weil ich ein Mann bin. Na gut, nach der Logik dürftet ihr dann auch nicht zum Frauenarzt gehen, wenn der Typ ein Mann ist. Dürftet allgemein nicht zum Arzt gehen, der nicht die Krankheit hatte, die ihr habt, weil er kann euch ja nicht therapieren, wenn er nicht alle Krankheiten selbst hat. Ich kann euch dann auch leider nicht mehr beim Abnehmen helfen, da ich selber leider noch nie wirklich übergewichtig war. Von daher geht's ja nicht. Also liebe Mädels, dann müsst ihr euch wahrscheinlich auch einen neuen Friseur suchen, weil wenn der ein Mann ist, kann er euch ja schlecht Extensions reinmachen, die Haare färben oder allgemeine Frisur verpassen, weil er ja selber kurze Haare hat. Ihr habt, glaube ich, gemerkt, der Punkt ist ziemlich dumm. Von daher spielt es erstmal keine Rolle, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, ob du Content für das andere Geschlecht machen kannst. Natürlich bin ich super froh, dass nicht jede Frau so denkt und so dumme Kommentare schreibt. Viele haben ja doch das verstanden. Die Frage ist aber, warum gucken sie trotzdem nicht meinen Content oder allgemein den Content der Männer? Weil bei den anderen männlichen Fitness-YouTubern sieht das nämlich ähnlich aus. Steile These, aber ist wahrscheinlich nicht pink genug. Ich meine, es ist schon von Kindesalter an gegeben, dass pink für Mädels ist und blau für Jungs. Ob sie Gender Reveal Party ist oder die Farbe der Tapete in deinem Kinderzimmer, es wird dir ja schon gleich da eingetrichtert. Und natürlich wird das gerne auch im Marketing aufgegriffen, dass jetzt blaue Produkte eher eine männliche Zielgruppe ansprechen und pinke Produkte eher eine weibliche. Von daher, Überraschung, wir haben hier nicht so viel Pink, entsprechend wahrscheinlich auch nicht so viele Mädels, weil sie nicht wissen, dass es auch für sie gedacht ist, weil es eben nicht pink eingefärbt ist. Ich denke, die meisten von euch verstehen, dass Pink jetzt exemplarisch gemeint ist. Wenn man mal bei den weiblichen Fitness-YouTuber schaut, die sprechen auch ein bisschen weicher, sind da liebevoller, die fluchen nicht so wie ich, sind nicht so direkt. Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch die besten Tipps für meinen Booty. Man merkt ganz stark an den Begrifflichkeiten. Wenn irgendwas von Muskelaufbau gesprochen wird, dann sind meistens die Frauen schon wieder weg. Du musst da schon straffen sagen, obwohl es ja sowas wie straffen nicht gibt. Straffen ist Muskelaufbau und das ist egal, ob es abnehmen ist, da ist es dann Pfunde verlieren. Also da wird auch mit der Sprache weicher und anders und nicht so hart gearbeitet, weil wenn da irgendwas von Masse, Muskelmasse, das klingt halt nicht sehr weiblich, obwohl Frauen Muskelmasse haben. Man merkt halt einfach, dass der Content oder der Umgang allgemein bei den Jungs ein bisschen hart ist. Der ist halt sehr direkt und da gibt es auch ziemlich viel Kritik. Also wenn ich hier ein Video zur Superkompensation aufnehme und ich mache in einem Nebensatz einen kleinen Fehler oder pauschalisiere etwas zu arg, dann werde ich in den Kommentaren zerrissen. Und so ist natürlich auch bei meinen Kollegen. Man muss immer darauf achten, was sage ich, wie drücke ich es aus, habe ich eine Studie parat, um das zu belegen, was ich sage. Muss ich vielleicht irgendwo einen Disclaimer einbauen, weil es für einen Anfänger nicht zutrifft, aber für einen Fortgeschrittenen. Man sichert sich da einfach doppelt und dreifach ab, bevor man so ein fachliches Video aufnimmt. Und genau das ist wichtig und richtig. Es sorgt nämlich dafür, dass die Qualität insgesamt bei allen Creatoren steigt, weil du musst. Du kannst es dir nicht erlauben, Fehler zu machen, weil du sofort unten durch bist. Das heißt, der Content unterläuft sehr vielen Korrekturschleifen alleine durch den Wettbewerb. Und das ist bei den Mädels nicht der Fall. Wenn man sich nämlich mal die größten weiblichen Fitness-Influencer anschaut, wie viel wird da erklärt, korrigiert, verbessert und kritisiert? Die meisten sind einfach stumm. Es wird dir gar nichts erklärt. Es sind einfach nur irgendwelche Workouts. Und die sehen zwar schön aus, man kann da mitmachen, es macht Spaß, ist hübsch und pink aufbereitet, aber da erklärt dir niemand, wie du deinen Trainingsplan anhand der Superkompensation genau aufbaust. Wird dir auch kaum erklärt, wieso eine Übung in diesem Workout drin ist, warum sie diesen Muskel trifft und wie du sie am besten ausführst mit den Top 3 Tipps oder Top 3 Fehlern. Ist auch kaum da. Und es wäre an sich auch nicht schlimm, wenn die Workouts dann auch fachlich gut wären. Ich darf euch an mein Video zu Pamela Reifs Workout erinnern, wo ich das einfach mal analysiere hab und es war halt. Und jetzt guckt euch mal die Kommentare dieser Workouts an. Wie ist da der Ton? Der ist immer noch positiv. Da wird immer noch gelobt. Und wie toll siehst du aus? Und wie hübsch bist du heute? Und du machst das so wunderbar. Ich würde mal gerne einen Test wagen. Kommt mir jetzt spontan die Idee, dass ich genau so ein Bullshit-Workout mache und das bei mir einfach mal hochlade. Und dann sehen wir mal, wie anders
kritisch die Kommentare ausfallen würden. Und das führt leider dazu, dass die Mädels, was ihr Wissen um Trainingslehre, um die Grundlagen angeht, deutlich hinterher ist, was bei den Jungs ist. Natürlich, pauschal gesprochen, klar, ist nicht bei jedem so, aber man merkt es einfach anhand der Fragen, die man bekommt, ob es auf YouTube ist oder in den Q&A-Stickern auf Instagram. Und ich verstehe es vollkommen, wenn solche Workouts einem Spaß macht, man macht es gerne, bewegt sich ein bisschen, verbrennt ein paar Kalorien, ist einfach aktiver als vorher, anstatt einfach auf dem Sofa zu sitzen. Aber ich bin ziemlich sicher, die Erwartungshaltung vieler Mädels ist eine andere, weil der Titel suggeriert einfach Bombastic Booty Workout, Pfirsich knackiger Hintern, effizient Fettabbau Hit. Wenn der Titel lauten würde, ja, ist ein cooles Spaß-Workout, fachlich jetzt nicht so effizient, aber man kann es ja mal machen, dann würden viele von euch halt nicht klicken und das Ding tun. Und genau das ist ja mein Problem. Mir geht es ja nicht darum, irgendwelche Leute zu bashen, es geht ja immer darum, dass die Zuschauer, die sowas schauen aus der Fitnessszene, eine Erwartungshaltung aufbauen, die dann nicht erreichen, weil sie einfach utopisch ist und nicht realistisch und dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, weil es einfach nicht funktioniert und sie werden deprimiert und haben ihre Zeit verschwendet. Und das sehe ich dann wiederum als meine Aufgabe, diese Leute aufzusammeln und denen zu erklären, warum es nicht funktioniert hat, wie es vielleicht richtig geht, dass sie es von vornherein hätten so machen sollen, dann hätten sie sich Wochen, Monate und Jahre gespart. Und genau die Leute kommen dann und haben irgendwelche Fragen und sagen mir dann aber, ja, du sagst es so, aber die sagt es doch ganz anders. Was stimmt denn jetzt? Und dann, was soll ich denn da machen? Ich muss ja dann irgendeine Antwort drauf geben, irgendwie drauf reagieren und dann stelle ich fest, das ist ein riesengroßes Problem, was Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Leuten betrifft. Umso glücklicher bin ich, wenn es dann doch ein paar Mädels gibt, die sich auf meinem Kanal verirren, den abonnieren und die Tipps befolgen. Ich verstehe es aber vollkommen. Man sucht sich ja ein Vorbild, was optisch zu einem passt, ein Ziel. So eine Pamela Reif sieht einfach gut aus und viele wollen halt so aussehen. Deswegen guckt man ihr zu und macht ihre Workouts, weil man eben so aussehen will wie sie. Ist ja bei den Jungs nicht anders. Die Jungs gucken sich auch andere Jungs an, die so aussehen, wie sie vielleicht gerne aussehen wollen würden und deswegen machen sie die Workouts und die Tipps von demjenigen. Und ich weiß, auch das trifft nicht 100% immer auf alle zu, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen will. Zum Aussehen gehört ja auch die Kleidung. Und wenn es jetzt um Sportbekleidung geht und du bist eine Frau, dann siehst du halt an anderen Frauen besser, wie es aussieht, ob dir es dir auch stehen würde, ob du das kaufen sollst. Und die Jungs sehen halt bei anderen Jungs, wie die Klamotten da aussehen. Auch das ist ein Faktor. Darüber hinaus gibt es ja noch manche Themen, die eher Männer- oder Frauenlastig sind. Du folgst zum Beispiel eher einer Mutter mit einem Kind, die sich trotzdem fit hält, wenn du selber in der Situation bist, weil du da halt bessere Tipps bekommst, als jetzt bei einem Mann, der Bodybuilding auf Wettkampfniveau betreibt. Ich mache es dir selbst auch so. Ich schaue mir auch Leute an, die Attribute haben, die ich gerne hätte und versuche von denen zu lernen. Also ist ja auch schon sinnvoll. Jetzt aber die Frage, gibt es einen Unterschied? Also sollten Frauen anders trainieren als Männer? Ist es wirklich so pink und blau, wie vorhin schon gesagt? Denn das ist das, was ich wieder häufig bekomme. Kannst du mal Übungen für Frauen zeigen? Und tatsächlich ist der meiste Content, den wir hier auf dem Kanal machen, Unisex. Also der ist weder für Frauen noch für Männer. Ich zeige einfach nur Trainingslehre, erkläre, wie kann man das für sich nutzen. Ich zeige Übungen, die Technik dazu, dass man es nicht falsch macht, zeige die Fehler dazu. Das ist nicht männlich oder weiblich oder irgendwas. Musst du überlegen, ein Muskel hat einen Ursprung und einen Ansatz. Und wenn der sich anspannt, dann kommt eine Bewegung zustande. Und wenn ich einen Muskel trainieren will, muss ich eben genau diese Bewegung gegen Widerstand machen. Und ob das jetzt ein Gerät ist oder gegen das eigene Körpergewicht, so trainiere ich diesen Muskel. Und das spielt keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist, weil dein Muskel hat denselben Ursprung und Ansatz. Es gibt im Prinzip keine Übungen, die für Frauen oder für Männer sind, weil der Großteil der Muskulatur eben genau gleich arbeitet, egal welches Geschlecht du hast, weil deine Skelettmuskulatur grob gleich ist. Es sind lediglich kleine Nuancen, die hin und wieder mal einen Unterschied ausmachen können. Zum Beispiel beim Thema Liegestütze. Es ist einfach so, der Mann hat einen breiteren Brustkorb und die Frau hat einen schmaleren Brustkorb. Dafür ein bisschen breiteres Becken. Dadurch ändert sich der Schwerpunkt ein bisschen und die Frauen haben es einfach schwieriger, Liegestütze zu machen. Deswegen nennt man einen Liegestütz auf Knien auch Frauenliegestütze, weil man eben damit genau dieses Problem löst. Aber viele nehmen das sexistisch auf, von wegen Frauen sind schwächer, deswegen kriegen die einfache Übung und Männer sind stärker, deswegen machen sie den richtigen Liegestütz. Aber es gibt auch Männer, die keinen Liegestütz können. Die machen dann auch die Frauenvariante. Deswegen heißt es auch Anfängerliegestütze. Also es gibt ja da viele Begriffe dafür. Aber jetzt habt ihr vielleicht verstanden, dass der ursprüngliche Begriff eigentlich einen Sinn hat. Und dann gibt es wiederum Frauen, die trotzdem einen richtigen Liegestütz hinbekommen, weil sie einfach auch stark sind. Also es gibt nicht entweder oder. Wenn wir uns dann den Trainingsplan anschauen, der richtet sich danach, wie oft du pro Woche ins Gym gehst oder daheim trainierst. Dementsprechend hast du einen anderen Trainingssplit. Auch die Wiederholungsanzahl richtet sich ja nach deinem Ziel. Und wenn das Muskelaufbau ist, egal ob du Masse aufbauen willst oder straffen willst, ist es im Prinzip das Gleiche, bist du auch hier gleich. Genauso musst du den Umfang nach und nach steigern. Progressive Overload. Auch das ist komplett egal, ob du männlich oder weiblich bist. Und ich weiß, viele Mädels haben Angst, dass sie so aussehen wie Jungs, wenn sie zu viel Kraft
Krafttraining machen und die gleichen Übungen machen und den gleichen Trainingsplan haben. Aber das wird nicht passieren. Allein weil dein Hormonhaushalt ganz anders arbeitet. Immer zur Erinnerung, es gibt auch viele Jungs, die wollen breit werden und Masse aufbauen und ein Schrank werden und die schaffen es trotzdem nicht, weil es eben nicht so aus Versehen funktioniert. Was man aber machen kann, ist, dass man seinen Fokus ändern will. Das heißt, du willst als Junge mehr Oberkörper trainieren, mehr Arme trainieren. Du willst als Frau mehr die Beine trainieren, mehr den Booty trainieren. Das kannst du ja dann von dir aus dir aussuchen und den Trainingsplan dahingehend ein bisschen den Fokus verändern, wenn du denn das willst. Und ja, Frauen nehmen weniger Gewicht als die Männer, aber das Gewicht ist ja nur ein Mittel zum Zweck, das du benutzt, um deinen Wiederholungsbereich nahe Muskelversagen abzudecken. Und da spielt es keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Es ist, an manchen Tagen bist du besser ausgeschlafen, an manchen nicht. Dementsprechend ändert sich das Gewicht, das du beim Training drückst. Du hast mehr gegessen, weniger gegessen, bist gestresster oder nicht. Das sind ja alles Faktoren, die auf das Trainingsgewicht einwirken, auf die Intensität in dem Fall. Und nicht zu vergessen, Männer, die mit Fitness anfangen, benutzen auch weniger Gewicht als Männer, die schon länger trainieren, weil es einfach nur eine Frage von Anfänger und Fortgeschrittener ist, nicht von Mann oder Frau. Ich bespreche solche Themen ja immer wieder mal so auf Instagram und da habe ich oft die Nachricht bekommen, ja, aber was ist mit zyklusorientiertem Training? Du hast ja keinen Zyklus, du kannst es ja nicht nachvollziehen, von daher halt die Klappe. Und dann werden mir Dokumentationen geschickt, irgendwelche 20, 30 Minuten MDR, SWR Videos, wo ich mich mal informieren soll, bevor ich hier irgendwas sage. Und ich habe mir die Videos reingezogen. Vielleicht lerne ich ja wirklich irgendwas fachlich. Das Ding ist, ich habe da nichts Fachliches gelernt. Es ist ein Tabuthema, das jetzt aufgebrochen wird. Cool, bin ich dabei. Es gibt unterschiedliche Phasen im Menstruationszyklus, in denen man sich stärker oder schwächer fühlt. Cool, bin ich auch dabei. Aber ich frage mich, was ändert das jetzt am Training, an der Trainingsplanung? Deine Muskulatur hat immer noch denselben Ansatz, Ursprung, die Bewegung ist die gleiche, dementsprechend die Übung. Dein Trainingsziel verändert sich auch nicht. Ich meine, wenn du abnehmen willst, Muskeln aufbauen willst, fitter werden willst, dann ändert sich ja das auch nicht in deinem Zyklus. Entsprechend hast du die gleichen Wiederholungszahlen, du hast die gleichen Satzzahlen und arbeitest einfach deinen Trainingsplan ja gleich ab, weil du ja trotzdem versuchst, immer gleich oft ins Training zu gehen. Was sich aber ändert in deinem Zyklus, in den verschiedenen Phasen, ist natürlich dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit. Und die schlägt sich natürlich in deinem Alltag wieder, aber auch auf dein Training. Und was passiert, wenn du dich schwächer fühlst, nicht wohlfühlst? Du skippst vielleicht eine Einheit mehr oder weniger oder du nimmst vielleicht weniger Gewicht hier und da in der Einheit. Und es gibt auch Mädels, die haben so extreme Schmerzen, dass sie einfach tagelang gar nichts machen können. Ja, es gibt ja, ist ja ein Spektrum. Es geht ja von bis. Jetzt aber wieder die Frage, was ändert das an deiner Trainingsplanung? Wenn du jetzt ins Gym gehen willst, viermal die Woche, weil du ein bisschen abnehmen willst, ein bisschen definierter, straffer aussehen willst, was ändert das jetzt dran? Außer, dass du eine Einheit verpasst. Was man tatsächlich anpassen muss, ist die Erwartungshaltung, aber nicht das Training selbst. Du kannst ja nicht erwarten, wenn du weißt, dass du Probleme damit hast, mehr als vielleicht andere, dass du vielleicht Schmerzen hast und die jeden Monat auftreten, musst du einfach nur deine Erwartungshaltung anpassen, dass es vielleicht einen Tick länger dauert und dass du vielleicht ein paar mehr Einheiten ausfallen lässt, aber von den Übungen, von den Wiederholungen und all dem ändert sich halt dadurch jetzt nichts. Deswegen ist das Thema eher interessant, wenn es auf den Wettkampf hingeht, wenn man sein Training periodisiert, dass man verschiedene Zyklen, Kraftphasen, Ausdauerphasen auf einen Wettkampf hin, auf einen Tag X hinarbeitet. Ja, dementsprechend sind in all diesen Dokus geht es auch immer irgendwie darum, um Leichtathletik oder Joggen, Laufen, auf einen Marathon. Es geht immer auf ein Ziel, auf ein Trainingsziel, auf einen Wettkampf hin. Aber welchen Einfluss hat das Ganze jetzt auf so die normale Bevölkerung, die an Pumpen geht für ein optisches Ziel? Von daher muss man bei dem Thema klar unterscheiden. Geht es um Trainingslehre, Trainingsplanung, für wen und für welches Ziel? Geht es um Wohlbefinden im Alltag, Leistungsfähigkeit, Schmerzen, Ausfall von Arbeit, Familie, Kindern? Oder geht es einfach nur um Hype, Marketing, Social Media, Tabu, brechen irgendein Thema und das wird da irgendwie alles in dieser Diskussion vermischt. Deswegen finde ich, es ist zu sehr gehypt, aber ist auch nur meine Warte aus der Trainingslehre. Lasst uns den Sack zumachen für heute und nach dem Video muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich dadurch meinem Ziel näher gekommen bin, mehr Frauen anzusprechen oder eher weiter davon entfernt wurde. Also sag mal ihr vielleicht in den Kommentaren, was sollte ich denn machen hier als Coach Steph mit meinem Kanal, um mehr Frauen anzusprechen mit den Fitnessthemen, die wir behandeln? Muss ich es mehr pink machen? Muss ich hinter jedem Titel in Klammer für Frauen machen, damit es auch jeder checkt, dass sie auch gemeint sind? Oder was sind die Moves? Was denkt ihr? Vielleicht könnt ihr auch kommentieren, wen schaut ihr euch denn gerne
gerne ein weiblich Fitness-Influencer, die auch wirklich Trainingslehre, Übungen, Technik erklärt und nicht nur stumm Workouts durchballert. Und falls ihr ein Trainingsprogramm sucht, für Männer oder für Frauen, dann schaut euch meine Hybrid-Trainings-App an. Dort haben wir nämlich für 2x, 3x, 4x, 5x, 6x die Woche auf 3 verschiedenen Leveln Anfänger, fortgeschrittener Profi, im Gym, zu Hause, inklusive Ernährung, Rezepte plus Academy, wo eben nochmal Wissen erklärt wird. Alles in der App, ich verlinke euch das Ganze unten. Ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr kein Fitness-Video mehr. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.